Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Capture One. Das neue Programm, für mich neues Programm, was ich dir hier vorstellen möchte auf diesem Kanal. Und nach dem ersten Video habe ich so viel Feedback bekommen, dass es mehr Videos zu Capture One geben soll, dass ich gesagt habe, okay, wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe da auch selber mega Bock drauf, weil dieses Programm so viel zu bieten hat. Ich habe so viele Videoideen, die man machen kann und umsetzen kann zu diesem Programm. Also von daher, wenn ihr genauso viel Bock drauf habt wie ich, schreibt einfach weiter unten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne Videovorschläge machen oder Themenvorschläge machen, was ihr an Capture One gerne sehen möchtet. Heute fange ich mal damit an, dir den Unterschied zwischen den beiden Reglern Helligkeit und Belichtung etwas näher zu bringen, denn die gibt es beide in Capture One und gerade für Lightroom-User ist es vielleicht ein bisschen, naja, fragwürdig und kompliziert, sich da reinzufinden, was macht eigentlich welcher Regler, und genau darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ich habe jetzt hier mal den Fotoordner von den Färöer Inseln geöffnet und hier möchte ich dir anhand dieses Bildes jetzt mal zeigen, wie ich die Belichtung richtig einstellen kann und was eigentlich der Unterschied ist zu dem Helligkeitsregler und wie wir dann auch mit den Lichtern und mit den Tiefen umgehen können. Ich habe mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht, was etwas unterbelichtet ist. Das siehst du hier oben schon an dem Histogramm. Das heißt, wir haben hier oben auf der linken Seite einen relativ großen Ausschlag, da wo die dunklen Bildbereiche sind. Und hier die hellen Bildbereiche sind schon relativ wenig ausschlagend. Du hast hier natürlich die Sonne, die so ein bisschen für die hellen Bildbereiche zuständig ist, aber ansonsten ist das ganze Bild sehr unterbelichtet. Du siehst jetzt auch, wenn wir hier unten uns mal den Filmstreifen angucken, dass ich hier an der Stelle immer belichtungsrein geschossen habe. Das heißt, das ist jetzt hier die normale Belichtung, das ist die Unterbelichtung und das ist die Überbelichtung. Ich wollte hier an der Stelle einfach immer alle Details mit drin haben. Das heißt, hier in der Normalbelichtung habe ich eigentlich schon fast alle Details drin. Wobei man sieht hier so ein bisschen in der Sonne, dass man hier so ein paar Details wiederholen müsste, weil man sieht es hier auch schön an dem Histogramm, dass wir hier einen relativ großen Ausschlag in den Weißwerten haben. Ganz kurz noch zu den Einstellungen. Ich habe das immer mit ISO 100 fotografiert, mit einer Blende 8 und dann, ja, eine 20. Sekunde war jetzt die Normalbelichtung. Dann die Unterbelichtung war eine 80. Sekunde. Das heißt also, ich habe hier mit einer minus 2 Blende gearbeitet und 0,2 Sekunden war die Überbelichtung, aber mit der brauchen wir eigentlich nicht großartig arbeiten. Ich möchte dir jetzt hier die Unterbelichtung mal zeigen, weil ich natürlich die Belichtung ein bisschen nach oben drehen möchte, die Helligkeit ein bisschen nach oben drehen möchte und dir da den Unterschied zeigen möchte. Fangen wir einfach mal mit dem Belichtungsregler an. Wenn ich den jetzt hier mal nach oben ziehe, dann wirst du sehen, du kannst es am Histogramm schön beobachten, aber auch direkt im Bild selber, dann ziehe ich die Belichtung von dem gesamten Foto nach oben. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt meine Belichtungszeit in der Kamera verlängern würde, dann würde im Endeffekt genau das gleiche Ergebnis rauskommen. Das heißt also, alle Bildbereiche wären an der Stelle heller gemacht. Und genauso, wenn ich jetzt die Belichtung weiter nach unten ziehen würde, dann würden alle Bildbereiche im Bild dunkler gemacht werden. Der Unterschied zu dem Helligkeitsregler ist jetzt eigentlich, dass der Helligkeitsregler dafür verantwortlich ist, die Mitteltöne aufzuhellen oder abzudunkeln. Das bedeutet, dass jetzt in dem Histogramm die ganz linken Bildbereiche, also da, wo es relativ dunkel ist, und die ganz hellen Bildbereiche auf der rechten Seite, dass die davon nicht beeinflusst werden oder zumindest kaum. Wenn ich jetzt mal die Helligkeit hier weiter nach oben drehe, dann siehst du, wie jetzt vor allem die Mitteltöne, also das, was in der Mitte von dem Histogramm ist, besonders nach rechts wandert. Und wenn ich das Ganze jetzt weiter nach links ziehe, dann wandern diese Mitteltöne weiter nach links. Und das ist eigentlich der große Unterschied, dass ich jetzt hier einmal die Mitteltöne bearbeite und mit der Belichtung einmal das gesamte Bild. Man kann es jetzt hier auch nochmal sehr schön in den hellen Bildbereichen sehen, besonders hier, guck mal jetzt auf die Sonne. Die wird eigentlich nicht wirklich großartig heller, das Drumherum wird ein bisschen heller, aber die wirklich weißen Bildbereiche, die bleiben eigentlich genau in dem Ton und alles andere drumherum wird aber heller oder dunkler. Und deswegen arbeite ich besonders gerne hier in Capture One mit dem Helligkeitsregler, weil ich damit halt die Mitteltöne vor allem nach oben heben kann oder nach unten. Und die Belichtung, das ist dann halt für das gesamte Bild. Jetzt in dem Fall würde ich das gesamte Bild noch ein bisschen aufhellen, vielleicht hier so um 0,9 Blenden. Und jetzt muss man natürlich hier gucken, dass man das Ganze noch so ein bisschen ausbalanciert. Die Helligkeit habe ich nach oben geregelt. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel in das Werkzeug HDR noch reingehen und wenn ich jetzt hier den Regler für die Lichter ein bisschen nach oben ziehe, dann werden die Lichter an der Stelle wieder ein bisschen dunkler. Das bedeutet, ich werde jetzt also die Lichter hier so ein bisschen recovern und dann habe ich hier auch wirklich alle Details sowohl in den Tiefen als auch in den Lichtern drin in dem Bild und jetzt habe ich doch schon ein ganz ansehnliches Ergebnis. Genauso könnte ich jetzt hier die Tiefen noch ein bisschen aufhellen. Ja, packen wir sie mal ungefähr hier auf 30 und jetzt habe ich hier in dem Histogramm auf jeden Fall mal ein Ergebnis, wo ich wirklich
von links nach rechts überall Details drin habe. Vielleicht die Tiefen nicht ganz so weit aufhellen. Vielleicht packe ich die mal hier so auf 20 oder 15. Das reicht eigentlich schon aus. Ich habe dann immer noch überall Details drin, aber ich habe ein paar mehr Tonwerte in meinem Bild. Und so, das Ergebnis ist ja eigentlich schon mal so von der Belichtung zumindest her nicht schlecht. Ich drücke jetzt mal die Alt-Taste oder die Optionstaste auf dem Mac und klicke dann hier mal auf den Zurück-Button. Und das ist jetzt hier das Vorherbild und das ist das Nachherbild, was wir jetzt hier quasi mit Belichtung, Helligkeit und Lichter und Tiefen herausgeholt haben. Es ist also ein kleiner Unterschied, wenn du jetzt vorher zum Beispiel Lightroom-User warst. Ja, da hießen die Regler ein bisschen anders. Aber im Endeffekt ist es fast genau dasselbe, nur dass wir halt nochmal einen Regler haben, der die Mitteltöne, und zwar nur die Mitteltöne, hier verändert. Das könnte man zum Beispiel auch mit Kurven lösen, aber hier haben wir einfach einen extra Regler dafür, der natürlich wesentlich einfacher zu bedienen ist. Von daher ein großer Pluspunkt hier, wenn man Capture One nutzt gegenüber Lightroom. Vorher, nachher. Man kann jetzt natürlich noch hier viel mehr machen mit der Belichtung. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier noch in die Kurven reingehen. Ich könnte auch in die Tonwerte reingehen. Das ist aber dann ein extra Video wieder. Wenn du dazu mehr sehen möchtest, dann werde ich auch noch mal ein Video zum Thema Kurven und Tonwerte machen. An dieser Stelle sei es erstmal gesagt, das ist also der Unterschied zwischen dem Belichtungsregler und dem Helligkeitsregler. Ich hoffe, es ist dir verständlich geworden und du kannst jetzt damit besser arbeiten. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten, falls du Capture One ausprobieren möchtest oder auch kaufen möchtest, es gibt ja sowohl eine Standalone-Version als auch eine Abo-Variante. Du kannst da also aussuchen, was du gerne haben möchtest. Dann folge einfach mal unten dem ersten Link in der Videobeschreibung, denn da kommst du direkt auf die Seite von Capture One, wo du das Ganze kaufen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Bedeutet, ich kriege eine kleine Provision, wenn du das über diesen Link kaufst. Dich kostet es nichts, aber dem Kanal unterstützt es ein bisschen und damit kann ich dir dann weiterhin freien Content liefern. Ich hoffe also, es hat dir gefallen und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!